Hallo, herzlich willkommen bei der RC Bruder Baustelle im schönen Allgäu. Und ich möchte euch heute ein paar der einzelnen Modelle vorstellen, die zwar an Bruder angelehnt sind und auch vom Maßstab her dazu passen, aber eben etwas aus der Norm fallen, etwas aus der Reihe gehen. Und sind meine weißen Modelle. Ihr habt sie am Anfang schon kurz gesehen, den ganzen Haufen, sind 5 Stück. Und ja, ich sitze ja hier im schönen Allgäu, ganz im Süden Deutschlands. Und nicht jeder hat natürlich die Möglichkeit zu sagen, komm, fahre ich mal vorbei, können wir mal quatschen, kann ich mir die Modelle mal anschauen. Ich habe auf meiner Seite www.rc-bruderbaustelle.de natürlich viele Bilder drin und die Bauberichte dazu geschrieben. Aber wenn ich am Bauen bin, kriege ich natürlich nicht immer alles mit. Und es ist natürlich was anderes, einfach nur hier die Fotos so durchzugucken oder ob ich mal das Modell eben von allen Seiten sehe, ein bisschen die Details dazu erfahre. Ja, fangen wir an. Mein erstes Modell, das ich euch hier in dieser Reihe jetzt vorstellen möchte, ist die Walze. Das ist diese hier. Alle Modelle in dieser 5er-Serie sind weiß, das ist dieses dreckige Weiß, Dirty White oder Creme oder wie ihr das auch immer nennen wollt. Ich sage jetzt einfach dreckertes Weiß. Und das hat es mir eigentlich angetan, das ist so mein Steckenpferd, diese Farbe, zusammen mit Schwarz und Anthrazit und vielleicht wie jetzt hier das bisschen Alu. Mehr braucht es jetzt bei mir nicht an Farbe. Und ja, das ist das erste Modell. Habe ich gebaut, August 2015 sowas fertiggestellt. Ist also jetzt auch schon 3 Jahre her. Und damals war ich auf der Suche nach einer Walze für den Parcours und habe mir gedacht, okay, was machen? Es waren schon einige Umbauten von Bruderwalzen, gerade auch in Bezug mit dem Radlader, Mods irgendwo unterwegs. Und ich wollte aber was anderes. Ich mag dieses Standardisierte nicht unbedingt immer für meinen Fuhrpark, deswegen bin ich im Internet auf die Suche gegangen und habe dann eine Ingersoll Randwalze gefunden, über die Bildersuche bei Google im Endeffekt. Das war dann diese hier. Und dann dachte ich mir, oh, die ist ganz nett, die schaut auch gut aus. Ich habe damals ja noch keinen 3D-Drucker gehabt, noch eine kleine Drehbank. Nichts fräsen, alles Handarbeit und Pfeile und Sägen und so. Und dann dachte man, okay, die schaut ganz gut aus, die können wir machen. Und ich habe ja, wenn ich mir solche Sachen in den Kopf setze, immer ein paar Sachen gesagt, die müssen sein. Und so ist eins davon dieser Sachen war, das Gerät muss schwer sein natürlich. Deswegen komplett aus Alu gefertigt. Heißt, die Walze hier vorne ist ein komplettes Alurohr, ist innen drin hohl, ist abgedreht, damit das natürlich auch sauber läuft. Der Korpus hinten, das ganze Ding, wie auch hier vorne der Rahmen, ist alles aus Alu. Mal gucken, ob ich hier irgendwo ein Bild noch mit einpflegen kann vom Baubericht, damit ihr das seht. So, ein bisschen zu den Daten. Die ist jetzt nicht beschwert, es ist kein Blei drin oder irgendwas, sondern das ist tatsächlich das reine Eigengewicht der Walze. Liegt bei 2,6 Kilo. Und von den Maßen her, wir haben jetzt hier eine Länge, von ganz hinten bis ganz vorne, 35 cm. Der Rahmen hier vorne ist das breiteste, da sind wir bei 22,5. Die Walze selber sind wir bei 19,5. Also ein typisches Brudermaß, 19,5 ist so. Und hinten haben wir 18. Also 19,5 ist sowas, was bei Bruder ganz in dem Maßstab normal ist. 18 bis 20 cm ist normal die Spurbreite immer. Genau, also hinten sind wir ein bisschen schmäler, damit ich eben auch beim Walzen dann nicht mit den Hinterrädern immer irgendwo dann über die Seite noch drüber fahre, sondern der Hauptpart ist natürlich das, was glatt gewalzt werden soll. So, damit das ganze Ding auch fährt, war mir wichtig, dass die Walze mit Allrad angetrieben wird. Das heißt, wir haben hinten 2 Motoren drin, je Rad einen, das Ganze ist pendelnd aufgehängt. Ganz klar, damit es im Gelände sich auch verschränken kann. Ihr seht, der Pendelweg ist wahnsinnig. Und ein Motor sitzt hier vorne in der Walze. Ich hebe sie gerade mal ein bisschen an. So.
hier die Seite sitzt der Motor, ist kugelgelagert. Auf der anderen Seite sitzt die Drehdurchführung, ist ebenfalls kugelgelagert. Das heißt, die Walze hat bis auf den Motor selber keinen Drehwiderstand und fährt sich dadurch ganz, ganz leicht. So. Was haben wir hier für Vorteile? Durch das, dass die natürlich hinten drückt, vorne zieht, kommt die überall drüber. Die schiebt also jetzt das Material nicht vor sich her, sondern fährt da tatsächlich drüber. Ich muss gerade mal schauen, ob ihr das eingeblendet bekommt, dieses kurze Video hier in der Werkstatt, direkt hinter mir im Endeffekt, wo die testweise über diesen Holzklotz drüber fährt. Also hier sieht man es dann ganz wunderbar. So, das war der Antrieb. Die Motoren sind alle gleich, weil wir haben hier vorne auch 100 mm Walze zu 100 mm Rädern. Die Räder im Übrigen sind vom Bruder Radlader. So, hier vorne haben wir eine Höhe zum Rahmen von ein bisschen was über 4 cm. Ist auch super, weil ich eben hier nichts irgendwo vor mir her schiebe. Ich habe mich auch gegen ein Schild entschieden. Die Bruderraupe hatte dieses Schild vorne dran. Ist zwar für eine kurze Planie vielleicht mal ganz nett, aber wenn die Walze einfach ein bisschen schräg steht, habe ich das Problem, dann planiere ich auch schräg. Also ich kann vielleicht mal so den Haufen ein bisschen hin und her schieben, aber dafür ist die Walze in meinem Aufgabenbereich einfach nicht gedacht. Weil ich habe Radlader, ich habe Teleskoplader, wir haben hinten noch die Raupe stehen. Natürlich sind es immer noch mal andere Fahrzeuge, aber zum direkten Planieren brauche ich sie nicht. Und mir war das wichtiger, dass sie eben da drüber fährt, dass ich sage, okay, ich fahre da jetzt drüber, ich mache mach das alles platt, ich mache das gerade, dass die LKWs einfach wieder fahren können, dass die ein bisschen mehr Grip haben, dass die Straße einfach nicht so aufgerumpft ist. So, ich hebe sie gerade mal so ein bisschen an. Hier unten sitzt die Lenkung drin, ist angetrieben mit einem einzelnen Servo, der sitzt hier in der Mitte, wird über die zwei Stangen umgelenkt und es ist ein Standard-Servo, ist nichts Besonderes, ist nichts super Starkes, aber der packt es. Warum packt er das? Weil es ist so ein bisschen wie bei diesen alten Autos ohne Servolenkung, man darf halt nur lenken, wenn man auch fährt. Ja? Das heißt, wenn ich natürlich voll im Material drin stehe, dann lenke ich auch nicht, weil A würde natürlich dieser dicke Rand hier von der Walze einfach nur alles zur Seite schieben und macht mir eigentlich meine Straße mehr kaputt als ganz. Und wenn ich ein bisschen, das heißt nicht, ich gebe hier Vollgas, sondern ich bin ein bisschen in Bewegung, gar kein Problem, dann lenkt die spielend leicht. Ja? Also hier unten dieser eine Servo ist drin, ist auch noch nie kaputt gegangen oder durchgebrannt, weil er irgendwie eine Fehlbelastung ist. Man muss sie halt bloß gerade wieder hinstellen. Also wenn ich seitlich stehe und der natürlich permanent versucht, dagegen zu arbeiten und sie wieder auf Null zu stellen, dann wird auch der das nicht lange machen. Also man muss schon ein bisschen mit drin auch fahren. Das ganze Ding hier vorne ist kugelgelagert, das heißt, ich habe einmal oben und einmal unten ein Kugellager drin. Ich mag alles, was kugelgelagert ist, weil es einfach locker läuft und die Motoren wesentlich weniger Kraft brauchen. So, wir haben hier die Kugellager drin, das heißt auch hier, ich kann das schön spannen, das ist alles fest. Wenn ich im Gelände drin stehe, auch hier, da kommt ja der Druck drauf, auf das Gelenk im Endeffekt, da hat der Servo keinen Widerstand. Also der Servo muss tatsächlich nur dieses Ding bewegen und wenn wir beim Fahren sind, ist das auch gar kein Problem. Ja, das läuft also spielend leicht. Also, wir haben die Lenkung, wir haben den Antrieb, alles gut. Hier in dieser Walze, in diesem Zylinder drin, sitzen auch zwei Vibrationsmotoren. Die sind ebenfalls über die Fernbedienung ein ausschaltbar gewesen. Aktuell funktionieren sie nicht, denn ich habe irgendwo einen Kabelbruch hier in der Seite, in der Drehdurchführung vermutlich. Und es ist aber ein wahnsinniger Aufwand, hier dieses Teil auseinanderzubauen. Das heißt, momentan verzichte ich auf den Vibrationsantrieb. Und sie walzt natürlich ganz normal, sie vibriert nur nicht. Ja? Von dem her, ich kann euch mal ein Video einspielen, hier, wo ich das getestet habe. Die Vibration, da seht ihr das, die macht also auch mordsmäßig Radau. Da habe ich die Vibration und den Antrieb getestet. So.
nachdem das Ding natürlich vibrierend ist oder war, ja, bis ich es repariert habe, ist die ganze auch hier entkoppelt worden. Das heißt, die Walze vorne, der Zylinder, sitzt nicht am Rahmen, also ist nicht fest. Es ist zwar alles cool gelagert, aber es gibt keine direkte Verbindung zum Rahmen. Das heißt, wenn dieses Ding hier losvibriert, dann bleibt der Rest starr. Es würde nämlich kleppern und scheppern, das will ich nicht, sondern die habe ich entkoppelt, die sitzt also auf Vibrationsdämpfern, links und rechts ist alles gelagert und damit von dem restlichen Rahmen entkoppelt. Das heißt, wenn dieses Ding hier los scheppert, dann bleibt der Rahmen gerade, vibriert nicht mit und die ganze Vibration kann sich über die Walze in den Boden übertragen und ich weiß Gott wohin. Ja. Nachdem das ganze Ding aus Alu ist und 2005 ist eben auch schon eine Ecke her, damals habe ich mit den Lipos noch nicht ganz so viel am Hut gehabt, habe hier also noch einen fest verbauten NIMH-Akku mit 2800 mA verbaut, der sitzt fest drin und hat 9,6 Volt. Die Motoren sind keine 9,6 Volt, sind auch keine 12 Volt Motoren im Übrigen, sondern sind 6 Volt Motoren, die ich eben mit 9,6 Volt fahre. Würde ich heute vielleicht auch anders machen, aber zur damaligen Zeit eine super Sache, denn mit dem 9,6 Volt Akku bin ich natürlich platztechnisch hier wesentlich besser als mit einem 12 Volt Akku. Nachdem ich das hier nicht jedes Mal aufschrauben wollte zum Laden, gibt es hier eine Ladebuchse. Mal hoch. Hier oben ist die Ladebox, ich hoffe, ihr seht das. Hier ist ein Ausschalter. Das ganze Ding ist natürlich fest. Ich drehe es jetzt auch nochmal rum, damit ihr mal die andere Seite auch ein bisschen seht. Hier also die Drehdurchführung eingebaut. So, hier Drehdurchführung. Hier Leiterhin geschustert, hier das Lenkrad. Das ist übrigens alles vom dem Dicky Unimog geklaut. Der lag noch rum, der wurde ausgeschlachtet für die Deko-Sachen. Ja. Ansonsten, wie gesagt, ist ein kompletter Eigenbau, passt aber vom Maßstab her wunderbar dazu, zu den ganzen Brudesachen. Und ja, die Motoren sind nicht allzu schnell. Die ist momentan gesteuert mit einer Modellkraft GT2 2,4 GHz. Ich glaube, an 2,4 GHz kommt man aktuell sowieso nicht vorbei. Und ja, von der Kraft her, von der Geschwindigkeit her, passt die wunderbar. Ich schaue jetzt gerade mal, ob man das hier irgendwie, also die lässt sich natürlich ganz fein fahren. Das wäre jetzt volle Geschwindigkeit gewesen. Auf dem Tisch reicht es natürlich leicht und auf dem Parcours aber auch. Jetzt schauen wir mal, wenn ich jetzt nicht fahre, sie hier auf meinem Teppichunterleger, verzieht es natürlich. Sie lenkt auch wahnsinnig weit ein. Also sie hat einen sehr, sehr kleinen Wendekreis zum Rangieren und in dem Moment, wo ich natürlich fahre, tut sie sich dann noch leichter. Ja? Ob ich das noch hinbekomme. So, jetzt sehen wir nochmal das Ganze fahren. Das heißt, wir sehen, die Walze vorne dreht sich und die Räder laufen mit. Ist also, wie gesagt, über den Allrad super handelbar, weil sie sich eben im Gelände auch ausgleicht und vor allem hinten nicht eingrippt. Also ich habe auch auf der Baustelle noch nie das Problem gehabt, dass ich irgendwo hängen bleibe, weil vielleicht zu viel Material auch davor lag oder dass es zu sehr berghoch ging. Und ich grabe mich hinten ein. Denn was passiert? Ich grabe mich hinten ein und mache direkt Kuhlen rein. Jetzt habe ich ja kein Schild. Ich kann es also auch nicht ausgleichen. Das heißt, die Kuhlen, die ich mit der Walze reinfahre, die habe ich jetzt erstmal. Freut natürlich jeden Radladerfahrer, wenn der wieder kommen muss und dann die Löcher ausbessern muss, die ich reingewalzt habe. Katastrophe will ich nicht. Deswegen muss ich sagen, so absolut zufriedenstellend. Schauen wir mal, ob ich das... 2,6 Kilo auf einer Hand ist jetzt auch nicht... so, und dann auch nicht sei einfach handelbar. Also wir sehen, auch wenn sie hängt, hier, das läuft ganz leicht durch das einfach, weil das hier drin cool gelagert ist. Ja? Also wenn ihr Kugellager einbauen könnt, macht es gerade da, wo Gewicht, wo Power einfach reinkommt, wo ein bisschen Druck drauf kommt, ihr entlastet die Motore. Das tut denen nur gut. Hinterachse ist natürlich nicht kugelgelagert. Die Frage kommt irgendwie immer wieder. Kann ich auch nicht kugellagern, denn ich gehe vom Motor direkt mit der Motorwelle in den Radadapter, da ist nichts dazwischen. Ich könnte zwar einen Träger bauen, aber die Motore machen das leicht wett. Also hier ist es so, dass wenn ich einen Kugellager einbaue, wäre das nur zum Stützen der Motorwelle. Das brauche ich bei kleineren Modellen, bei kleineren Motoren. Werde ich euch am Manitou zeigen.
da muss ich die Motoren dann einfach abstützen, weil das Getriebe, die Motorwelle und das Getriebe das, diese Belastung natürlich auf Dauer nicht aushalten würden. Da muss ich das einfach stützen. Hat aber weniger mit dem Rundlauf zu tun, beziehungsweise mit dem, dass es leichter läuft. Ja. So. So viel zur Walze. War, wie gesagt, das erste Modell aus dieser Reihe. Die anderen kommen jetzt die nächsten Tage. Ich möchte es in einem Zug durchmachen. Wird 5 Folgen geben. Wir haben als erstes jetzt die Walze hier hinten. Sie warten schon. Wir haben den Bobcat-Teleskoplader, wo auch wahnsinnig viele Anfragen immer von euch kommen. Ganz, ganz toll. Wir haben noch die Cut D8-Raupe. Wir haben den Liebherr-Radlader und den Volvo FMX aus dieser Reihe. Wenn ihr vorne ab gleich irgendwann was wissen wollt, einfach in die Kommentare reinschreiben. Folgt mir, dann kriegt ihr immer das Aktuellste natürlich als Benachrichtigung. Schreibt mir unten in die Kommentare rein, wenn ihr sagt, ah, das wollten wir, das ist jetzt unklar, zeig uns bitte das und das nochmal. Das wollen wir nochmal sehen. Ansonsten auf meiner Seite www.rc-bruderbaustelle.de findet ihr die Bauberichte, findet ihr aber auch die Videos dazu, viele, viele Fotos. Und ansonsten schreibt mir eine E-Mail, liked mich, folgt mir und dann hoffentlich bis bald.